So etwas kommt nicht oft vor. Ungewöhnlich, dass der freigestellte Trainer selbst noch einmal vor die Presse tritt. Und noch bemerkenswerter, Markus Babbels emotionale Abschiedsrede. Gestern haben sich auch Szenen abgespielt, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, die ich selber als Spieler, ich bin ja doch schon sehr lange im Geschäft dabei, ich so auch noch nie erlebt habe, dass eigene Fans den Bus stürmen und selbst ist mir jetzt wichtig, dass sie da richtig gut zuhören. Selbst die sogenannten Fußballmillionäre haben es nicht verdient, dass man ihnen Mordgesten entgegenbringt, einen Hass entgegenbringt. Und der sympathische Ex-Trainer des VfB rechnete dann richtig ab, prangerte das Verhalten vieler Fans an. Und vor allem, wenn man sich mal zurückerinnert, was vor 4 Wochen war, als tragische Tod von Robert Enke stattgefunden hat, wie viele Leute sich da zu Wort gemeldet haben und was lernen wir aus diesem Schicksal, aus diesem Schicksalsschlag, was da passiert ist. Das zeigt mir, dass das Ganze einfach nur eine Heuchlerei ist. Schon 17 Minuten nach dem Abgang Babbels wurde Christian Groß als neuer Stuttgart-Trainer vorgestellt. Hier zu sein ist eine ehrenvolle Aufgabe. Aber auch eine sehr schwierige Aufgabe. Es geht darum, dass es das zu machen ist, nämlich das zu retten, was es zu retten gilt in der nächsten Zeit. Und ich will mit der Mannschaft wieder auf die Siegerstraße zurück. Noch am Sonntagabend leitete der Züricher das erste Training. Eines ist schon klar, unabhängig vom Winter, Stuttgart-Spieler müssen sich warm anziehen.